warten gerade auf unsere Fähre und fahren dann auf die nächste Insel nach Koh Phangan. Einer kurzen Fahrt sind wir jetzt mit der Fähre hier auf Koh Phangan angekommen. Es sind so viele Leute, wir müssen echt schauen, ob wir jetzt hier ein günstiges Taxi bekommen. Kommen wir wieder zu unserer Roomtour. Wir haben sogar eine Küche dabei, die wir aber wahrscheinlich eh nicht nutzen werden. Dann ist hier noch so ein Wohnbereich mit einem Sofa und einem Fernseher. Und hier unser großes Schlafzimmer, also richtig schön, und auch ein großes Badezimmer. Und hinter der Wand ist die Dusche. Und wir haben sogar einen Balkon mit dabei, mit einer Aussicht auf unseren Pool und Meerblick. Hier sieht man sogar das Meer und hier ist der Pool. Einen wunderschönen guten Morgen aus Koh Phangan. Wir schauen uns heute zwei Strände an, mieten dafür wieder einen Roller und heute Abend ist eigentlich die legendäre Full Moon Party. Wir wissen aber noch nicht so genau, ob wir hingehen sollen. Seht ihr natürlich später, ob wir hingehen. Wir sind noch nicht ganz so motiviert, aber eigentlich muss man das schon machen, wenn man mal hier auf der Insel ist. Schön schaut es hier bitte aus. Wir sind beim Malibu Beach und die Aussicht oder die Landschaft schaut richtig schön aus und das Wasser ist auch total klar. Jetzt sind wir hier angekommen am Mehat Beach. Uns gefällt der Strand hier leider nicht so gut, also im Vergleich zu dem, wo wir vorher waren, aber ich glaube, der ist auch fast nicht zu toppen. Der Mehat Beach hier ist bekannt durch die Sandbank, ist getrennt durch den Strand und die Insel. Der Sand ist leider sehr steinig und im Wasser sind ganz viele Seegurken, also etwas eklig und das Wasser ist leider keine Abkühlung, weil es sehr warm ist. Aber der Strand sieht sehr gut aus, vor allem wenn man die Drohne hochlässt und das Video zeigen wir euch jetzt.
sind gerade beim Abendessen und dann bestellen wir uns doch ein Taxi, weil dann geht's zur Fullmoon-Party. Wir haben uns dazu entschieden, hinzugehen, weil wenn man schon mal auf der Insel ist, muss man hingehen. Ich bin nicht so motiviert, ich habe eigentlich nicht so Lust, was zu trinken, weil wir in Koh Samui erst so viel getrunken haben. Aber ja, wir schauen uns einfach das mal an und wir können ja immer wieder heimfahren. Übrigens, was ich noch vergessen habe, wer von euch nicht weiß, was die Fullmoon-Party ist, die Fullmoon-Party findet immer einmal im Monat statt zu Vollmond. Und da kommen immer so viele Menschen aus der ganzen Welt. Früher war es so, dass Zehntausende von Leuten gekommen sind. Wir wissen jetzt nicht, wie es aktuell aussieht. Wir nehmen euch aber natürlich mit. Hier kann man sich auch anmalen lassen, was viele auch tun immer auf der Fullmoon-Party. Und hier kann man sich einkleiden. Wir haben uns abziehen lassen, denn für ein paar Striche ins Gesicht haben wir 100 Baht bezahlt. Hier kann man für 40 Baht sich selber anmalen. Also viel besser, falls ihr mal hierher kommen solltet. Let's go! Unserem Fazit zur Fullmoon-Party, also für das, dass wir ja gar nicht so auf Techno stehen, war es jetzt gar nicht so schlimm. Also so richtig krass ist es gar nicht, ist immer mal wieder mit Musik zum Mitsingen. Ja. Und ich finde, oder wir finden, dass es eigentlich schon Spaß gemacht hat und dass eigentlich nichts Negatives vorgefallen ist, weil man ja immer so schlechte Sachen liest, aber es war alles sehr, sehr gut, es war alles sehr friedlich und es waren sogar anscheinend bis zu 20.000 Leute dort. Falls ihr euch denkt, warum diesmal das Video so kurz ist, beziehungsweise warum wir schon wieder am Ende des Videos sind, von der Fullmoon Party zu jetzt sind schon wieder 2 Tage vergangen. Das heißt, wir haben 2 Tage jetzt nichts erlebt. Ich bin nach der Fullmoon Party oder sogar vor der Fullmoon Party schon leicht krank geworden. Hab dann jetzt die letzten 2 Tage leichtes erhöhtes Fieber gehabt. Hab an den Beinen totale Schmerzen gehabt. Hab immer noch Halsschmerzen, also mir geht es immer noch nicht besser. Freue mich auch, wenn ich gleich wieder hinten im Bett liegen kann. Für uns geht es ja jetzt weiter nach Koh Tao. Hoffentlich können wir da wieder was erleben. Wir versuchen es jetzt einfach. Wir haben ja da die Unterkunft schon gebucht. Haben einen Schnelltest, Corona-Schnelltest zwar gemacht. Der war negativ, Gott sei Dank. Und ja, hoffentlich können wir euch dann was von Koh Tao zeigen. Also, ciao.